Mädels, lasst uns einen Spaziergang machen. Ich will nicht. Ich fühle mich wohl zu Hause. Ich will auch nicht. Es ist kalt da draußen. Es ist nicht kalt. Die Sonne ist gerade herausgekommen. Nun, dann ist es heiß. Also bleib zu Hause, Faulpelze. Und ich gehe mit dem Hund spazieren. Hör zu, Amelie. Ich habe einen Plan von deinem Haus gefunden. Und weiter? Es gibt einen Raum, den ich noch nie gesehen habe. Zeig es mir. Das ist wahrscheinlich ein Fehler. Es gibt dieses Zimmer nicht. Bist du sicher? Solche Dokumente sind selten falsch. Ich lebe schon lange hier und kenne dieses Haus wie meine Westentasche. Oder vielleicht ist es ein geheimer Raum, den du noch nicht kennst. Was für ein geheimer Raum? Ich habe gehört, dass es in manchen Häusern geheime Räume gibt, in denen die schrecklichsten Geheime aufbewahrt werden. Welche Geheimnisse? Glaubst du, dass es in meinem Haus auch so einen geheimen Raum gibt? Wenn du an diesen Plan glaubst, dann ja, es gibt ihn. Du kannst danach suchen, aber ich gehe lieber spazieren. Hey Bertha, willst du spielen? Baby, wo bist du? Ich muss es mir eingebildet haben. Wow, was Bertha hier alles hat. Hier gibt es ein ganzes Spielzimmer. Ich frage mich, wie sie die Konsole mit ihren Pfoten hält. Warte, das ist mein Haus. Wer hat diese Kamera installiert? Ist Amelie schon weg? Ja, warum? Ich wollte in ihrem Zimmer stöbern, ein Set zum Zeichnen finden. Es ist nicht nett, jemandem etwas ohne Erlaubnis wegzunehmen. Sie benutzt es sowieso nicht und für mich würde es nützlich sein. Übrigens, du hast ihren Roller ohne Erlaubnis genommen und ihn kaputt gemacht. Woher weißt du das? Ich habe gesehen, wie du ihn auf dem Hof geparkt hast. Du hattest total Angst, dass du bemerkt werden könntest. Du sagst es ihr nicht, oder? Das werde ich nicht, wenn du nichts über mich erzählst. Okay. Und sowas nennt sich Freunde? Meine persönlichen Sachen ohne Erlaubnis mitzunehmen? Ich muss die Kamera auf mein Zimmer umstellen. Das Set sollte hier irgendwo sein. Vielleicht ist es im Nachttisch. Nein, da habe ich schon nachgesehen. Du schaust im Schrank nach und ich sehe am Bett nach. Okay. Oh, ich habe es gefunden. Das sind ein paar coole Stifte. Teuer. Meiner Meinung nach ist das normal. Du hast nur noch nie gezeichnet, also verstehst du es nicht. Also verstehst du es nicht. Glaubst du, Amelie wird ihren Verlust nicht bemerken? Ich bin sicher, dass sie das nicht tut. Wie dreist. Ich frage mich, ob es auf den Kameras Ton gibt. Ich werde versuchen, ihnen etwas zu sagen. Legt meine Sachen hin oder ihr seid beide am Arsch. Wer ist hier? Wer hat das gesagt? Das ist der Geist von Amelies Zimmer. Ja, das ist es, was wir glauben werden. Das ist die künstliche Intelligenz des Hauses. Wenn du das Set nicht weglegst, werde ich deine YouTube- und TikTok-Konten sperren. Hör zu, das könnte echt sein. Das Haus hat ein Smart-Home-System. Ich kann mich nicht erinnern, dass ein intelligentes Haus sprechen kann. Vielleicht ist es ein neues Update für das Alarmsystem. Lass uns nichts anfassen. Ich lege es zurück. Und schließt die Tür hinter euch. Das hier ist so lustig. Das ist wahrscheinlich der Raum, den Alice gemeint hat. Schauen wir mal, was hier noch so Interessantes ist. Geheimes Zimmertagebuch? Mal schauen, was es dort zu lesen gibt. Die erste Regel des Geheimzimmers ist, niemanden vom Geheimzimmer zu erzählen. Der Autor des Geheimzimmers. Hör mal, wo ist Amelie? Sie sagte, sie wolle mit dem Hund spielen. Aber sie ist nicht auf dem Hof. Vielleicht ist sie weiter weggegangen, aber warum? Ach nichts, ich wollte sie um die Schifte bitten. Was, du willst sie nicht mehr ohne Erlaubnis mitnehmen? Ja, natürlich nicht. Ich habe Angst. Dieses Smart-Home-System macht mir Angst. Ruf einfach an und frag sie. Genau, ich werde das tun. Hörst du das Telefon klingeln? Vielleicht hat Amelie ihr Handy zu Hause vergessen. Hallo,
Ohr. Hallo, Amelie. Ich habe dich angerufen, weil ich dich etwas fragen wollte. Ja, du kannst meine Stifte nehmen, aber du musst sie auch wieder zurückgeben. Was machst du da? Ich glaube, ich habe Amelies Stimme gehört. Das kann nicht sein. Ich habe gerade mit ihr telefoniert. Sie ist nicht zu Hause. Ich bin sicher, dass es ihre Stimme war. Sogar das Klingeln des Telefons ist dasselbe. Alice, fast alle Telefone haben die gleichen Klingeltöne. Vielleicht war es das der Nachbarn. Welche Nachbarn? Die Nachbarn sind 100 Meter entfernt. So ungefähr. Auf jeden Fall ist Amelie nicht hier, also beruhige dich. Na gut. Vielleicht ist es wieder die künstliche Intelligenz, die herumspielt. Das Smart Home vielleicht. Dieser Raum ist für diejenigen gebaut, die sich gerne verstecken. Wer den geheimen Raum findet, muss sich um ihn kümmern. Der geheime Raum hat zwei Eingänge und Ausgänge. Einen geheimen durch eine Kabine im Hof. Oh, da bin ich gerade durchgekommen. Die zweite ist durch die Tür unter der Treppe. Die Haupttür im Geheimraum führt dorthin. Wahrscheinlich schreibt der Autor dieses Tagebuchs über diese Tür. Ich sehe nach, ob das der wahre Weg nach draußen ist oder nicht. Ich werde das Tagebuch mitnehmen. Ich werde es irgendwo lesen. Das Tagebuch ist richtig. Es gibt zwei Eingänge zum geheimen Raum. Oh, Amelie, bist du wieder da? Wie hast du den Hund ausgeführt? Alles gut, wir sind in den Park gegangen und haben Ball gespielt. Hör mal, ich wollte dich etwas über künstliche Intelligenz fragen. Du meinst über das intelligente Zuhause? Ja, beobachtet sie wirklich alles, was hier vor sich geht? Ja, ja, das System beobachtet und nimmt mit der Kamera auf. Was verstehst du unter Aufnehmen? Wenn du beschließt, meine Sachen zu nehmen, ohne zu fragen, werde ich alles herausfinden. Was machst du da? Ich suche nach Hohlräumen in den Wänden. Welche Hohlräume? Du weißt schon, Verstecke oder geheime Räume. Nein, ich glaube nicht, dass es so etwas in unserem Haus gibt. Was ist mit dem Bauplan, den ich heute gefunden habe? Wahrscheinlich ist das nur eine Art Streich. Hast du zufällig etwas gefunden? Ich? Nein, natürlich nicht. Wirf diesen Plan besser weg und vergiss ihn. Ich glaube, ich werde noch ein bisschen weitersuchen. Wenn du ein Geldversteck in der Wand findest, musst du mir das unbedingt sagen. Ich weiß nicht, wo ich gewesen bin, aber ich muss vorsichtiger mit Alice sein. Ich habe diesen Raum gebaut, weil ich nicht gerne draußen herumlaufe. Meine Eltern waren der Meinung, dass es schädlich ist, Spiele zu spielen und YouTube zu schauen und dass Spazierengehen nützlich ist. Deshalb haben sie mir mein Handy weggenommen und mich gezwungen, nach draußen zu gehen. Als ich auf die Straße rausgeschmissen wurde, ging ich in mein geheimes Zimmer, wo ich den ganzen Tag Spiele spielte und YouTube schaute. Hier hat mir niemand etwas verboten. Bin hier der Boss und ich mache, was ich will. Klopf, klopf, kann ich reinkommen? Ja, komm rein. Ich habe zwei Kinokarten. Willst du mit mir mitkommen? Ja, natürlich. Wann gehen wir hin und was für ein Film? Guardians of the Galaxy 3, Samstag. Okay, ich werde jetzt eine Erinnerung in mein Telefon erstellen. Nimm dir Zeit, die Sache ist die. Alice will auch kommen. Und ich habe nur zwei Karten. Und wen nimmst du mit? Ich weiß es nicht, ich will mich nicht entscheiden. Also habe ich beschlossen, ein kleines Spiel zu machen. Diejenige, die gewinnt, geht mit dir ins Kino? Richtig. Ich habe schon ein Spiel ausgesucht, Verstecken. Ich werde suchen und du und Alice werdet euch verstecken. Hm, Verstecken spielen, sagst du. Ich weiß schon, wer gewinnen wird. Ihr habt also eine Minute Zeit, um ein Versteck zu finden. Dann gehe ich auf die Suche. Wer zuerst gefunden wird, hat verloren und darf nicht ins Kino gehen. Ich bin bereit. Ich auch. 3, 2, 1, los geht's. Ich gucke noch nicht. Ich werde mich hier verstecken und ihr sucht euch einen Platz. Vielleicht hinter dem Vorhang. Nein. Vielleicht hinter dem Sofa. Auch nicht. Kitty wird mich hier niemals finden. Ich kann mich entspannen. Die Kinokarten sind in meiner Tasche. Opa!
Alice, komm raus. Ich habe dich gefunden. Bin ich wirklich so schlecht im Verstecken? Nicht wirklich. Du musst üben. Amelie, komm raus. Du hast gewonnen. Ja, Amelie, das Ticket gehört dir. Sie scheint es nicht zu hören. Vielleicht hat sie sich im zweiten Stock versteckt. Wir werden nach ihr suchen müssen. Amelie! Komm raus! Amelie, wo versteckst du dich? Wie spät ist es? Oh nein, ich habe 3 Stunden geschlafen! Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes passiert. Die Polizei ist auf dem Weg. Sie wird bald hier sein. Vielleicht wurde sie entführt oder sie hat das Bewusstsein verloren. Mach dir keine Sorgen. Sie werden sie finden. Alles wird gut werden. Ich hätte dieses Versteckspiel nicht beginnen sollen. Wow! Was soll ich dem Mädchen sagen, wenn ich hier rauskomme? Er ist wahrscheinlich von der Polizei. Ich werde ihn öffnen und eine Aussage machen. Hallo, ja, das haben wir. Wir haben eine vermisste Freundin, ein Mädchen namens Amelie, 10 Jahre alt. Okay, ja, sicher, Herr Polizist. Oh, Amelie, du bist ja wieder da. Ich bin irgendwo verschwunden. Aber du warst 3 Stunden lang weg. Wir haben alles durchsucht. Oh, Amelie, wir haben sogar die Polizei gerufen. Sie haben dich auf die Fahndungsliste gesetzt. Wo bist du gewesen? Ich bin einfach eingeschlafen. Was meinst du mit eingeschlafen? Nun, ich bin dort eingeschlafen, wo ich mich versteckt hatte. Machst du Witze? Und wie soll ich das jetzt der Polizei erklären? Wir haben uns Sorgen gemacht. Wussten nicht, was wir tun sollten. Und du sagst, du bist einfach eingeschlafen? Nun, das tut mir leid. Das war keine Absicht. Wo hast du dich versteckt? Ich werde es nicht sagen, da das mein Lieblingsversteck ist. Es gibt etwas, das du uns nicht erzählst, Amelie. Hast du Geheimnisse vor deinen Freundinnen? Nein, keine Geheimnisse. Mach das nicht noch einmal. Wir hatten wirklich Angst. Ich werde den Polizisten sagen, dass du gefunden wurdest. Mal sehen, was sonst noch Interessantes in diesem Tagebuch steht. Wenn du den geheimen Raum gefunden hast, musst du wissen, dass in den geheimen Raum ein Geheimnis gehütet wird. Finde es und du wirst es nicht bereuen. Gezeichnete Autor des Geheimzimmers. Wow. Welches Geheimnis? Ich muss alles durchsuchen. Ich hoffe, es ist etwas Wertvolles. Das ist also, was sie versteckt hat. Ich muss hier alles durchsuchen. Bücher. Ja, das muss es sein. Ich lese zuerst den Zettel. Drücke den Knopf und der Regenbogen wird den Weg zeigen. Der Timer hat sich eingeschaltet. Und wo ist der Regenbogen? Ja, es gibt hier 7 Farben. Wenn du sie zusammensetzt, erhältst du einen Regenbogen. Ich muss mich beeilen, bevor der Timer abläuft. Die erste Farbe ist also rot. Dann orange, dann gelb, grün, himmelblau, dunkelblau und lila. Es hat funktioniert, Rätsel gelöst. Eine weitere Notiz? Wahrscheinlich eine Belohnung für das Rätsel. Ganz schön klein, nicht zu erkennen. Oh, ich habe eine Idee. Schauen wir mal.
das ist viel besser. Wir werden sehen. Vielleicht passiert etwas, wenn ich den Code auf dem Computer eingebe. Ein Stern? Aha, ein Stern. Ja, ich habe es gefunden. Es ist dieselbe Markierung, die auch auf dem Computer war. Der Schatz sollte hier sein. Es ist etwas Wertvolles. Was für ein Glück! Dort befindet sich also der Eingang zum geheimen Raum. Interessant. Dort hat sich Amelie also versteckt. Und hier ist es echt cool. Kein Wunder, dass Amelie diesen Ort vor uns versteckt hat. Wenn Amelie nicht heimelt, dann sorge ich dafür, dass sie nie wieder hierher kommt. Der Schatz, den du finden wirst, gehörte einer Königin, die vor 1000 Jahren lebte. Wow! Wenn ich das Ding verkaufe, bekomme ich eine Menge Geld. Was für ein Ding? Nichts? Gib es zu, ich habe gesehen, dass du etwas hast. Da ist nichts zu sehen. Lüg nicht, zeig es mir. Sonst rufe ich Alice und wir schauen uns das gemeinsam an. Okay, ich werde es dir zeigen. Interessant. Woher hast du das? Ich habe es gefunden. Gerade gefunden? Das kann doch gar nicht wahr sein. Vielleicht hast du es gestohlen. Wie kannst du nur? Ich bin nicht so. Es ist nur so, dass dieses Ding nicht billig ist. Es sollte in einem Museum aufbewahrt werden. Wie auch immer, hör zu. Erinnerst du dich, dass wir über den geheimen Raum gesprochen haben? Redest du von dem Hausplan, den Alice gefunden hat? Ja, im Allgemeinen gibt es ihn. Und ich habe ihn gefunden. Komm schon, hast du dort diesen Schatz gefunden? Ja, er wurde von dem Besitzer des Zimmers hinterlassen. Was ist sonst noch in diesem Raum? Ich zeige es dir. Los geht's. Weiter geht's. Ich kann es nicht erwarten, den Eingang zu sehen. Los geht's. Hier, der Raum ist hinter dieser Tür. Ist das nicht ein alter Schrank, in dem Gerümpel gelagert wird? Nein, das ist der Eingang zum Geheimraum. Schau. Okay. Ich verstehe nichts. Er war hier. Gesagt, ich bin durch diese Tür rein und raus gegangen. Hör mal, vielleicht sollte ich einen Arzt anrufen. Ich bin nicht krank, ich habe den geheimen Raum definitiv gesehen. Vielleicht hast du es geträumt. Ich habe mich dort beim Versteckspiel versteckt. Okay, gut, wie du meinst. Die Hauptsache ist, dass du nicht verrückt bist. Richtig, es gibt einen weiteren Eingang. Folge mir. Da drüben, komm rein. Was, direkt in die Hundehütte? Ja, das ist die Hintertür zum Geheimraum. So habe ich ihn gefunden. Amelie, das ist zu viel. Ich werde da nicht reingehen. Hab keine Angst, es wird dir gefallen. Das glaube ich nicht. Es ist eng und es stinkt. Lass uns hineinklettern und du wirst alles sehen. Ich verstehe nicht, warum es nicht funktioniert. Das war's, Amelie. Ich rufe einen Arzt. Vielleicht muss ich einen Knopf drücken. Komm schon, Amelie. Du musst nach Hause gehen. So. Ich bin nicht verrückt. Alle verrückten Menschen sagen das. Aber hab keine Angst, der Arzt wird dir helfen. Warte, wo ist Alice? Ich sehe sie nicht. Ich weiß nicht, vielleicht ist sie in den Laden gegangen. Das ist Alice. Hallo, Amelie. Alice, wo bist du? Entspanne in deinem geheimen Raum. Ich muss schon sagen, das ist ein schöner Ort, den du hier hast. Im geheimen Raum? Aber wie bist du dorthin gekommen? Genau wie du, durch die Tür unter der Treppe. Aber ich habe versucht, hineinzukommen und konnte es nicht. Das liegt daran, dass ich etwas geändert habe. Was hast du geändert? Hier gibt es einen Computer, der den Raum und den Eingang dazu verändern kann. Und warum? Du wolltest das Zimmer nicht teilen, also habe ich beschlossen, es für mich zu behalten. Hey, was ist mit mir? Ich will auch dorthin kommen.
Es tut mir leid, Kitty, aber dieses Zimmer gehört jetzt mir. Du gibst Amelie die Schuld, aber du bist genauso egoistisch. Oh, okay, du hast recht. Ich werde dir sagen, wo der Eingang ist, wenn du meine 3 Rätsel löst. Also gut, sag mir dein Rätsel. Ich habe es mir noch nicht ausgedacht, aber wenn es mir einfällt, schicke ich es auf dein Handy. Siehst du? Ich habe dir gesagt, dass ich nicht verrückt bin. Es tut mir leid, ich hätte dir glauben sollen. Ich bin schockiert, dass Alice uns das angetan hat. Sie war beleidigt, weil du uns nicht gesagt hast. Die erste Regel des Geheimraums ist es, dass du niemanden von dem Geheimraum erzählen darfst. Dies ist das Rätsel von Alice. Da ist Wasser drin, das läuft nie aus. Wir schrauben einen Deckel dran und nehmen es mit auf eine Wanderung. Rucksack, Zelt, Grillrost. Wir nehmen eine Flasche mit auf eine Wanderung. Oh, genau. Wie konnte ich das nicht gleich erraten? Alice, wir haben dein Rätsel gelöst. Sie schreibt, dass es nicht ausreicht, das Rätsel zu erraten. Wir müssen auch das Objekt finden. Wir müssen also die Flasche finden? Schau, da ist ein Brief in der Flasche. Hol ihn raus. Und jetzt? Hier wird nichts geschrieben. Vielleicht ist es ein geheimer Brief. Oder hatte Alice vielleicht keine Zeit, etwas zu schreiben? Oder wollte sie uns reinlegen? Oh. Sie hat den zweiten Teil des Rätsels geschickt. Lies vor. Okay, mein Kopf brennt. Mein Körper schmilzt und brennt. Ich will nützlich sein. Es gibt keine Lampe. Ich werde ein Licht anzünden. Das kommt mir sehr bekannt vor. Es hat etwas mit Leuchten zu tun. Es ist eine Taschenlampe. Der Kopf leuchtet auf. Nein, ich weiß. Es ist eine Kerze. Eine Kerze. Vielleicht doch eine Taschenlampe. Oder eine Stehlampe. Oder sogar ein Lagerfeuer. Kitty, du bist eine absolute Null in Rätseln. Nun ja, das stimmt. Gibt es eine Kerze in deinem Haus? Ja, sie steht im Regal. Und jetzt sollen wir sie anzünden? Okay. Was soll's? Es ist nichts passiert. Warte, ich habe eine Idee. Schau, der Text ist erschienen. Es war unsichtbare Tinte. Das dritte Rätsel wird hier geschrieben. Alice hat einen guten Job gemacht. Ja, sie kann gut Rätsel erfinden. Lies, was dort steht. Wenn man es genug füttert, wird es nicht zu müde sein zu stehen. Aber wenn nicht, legt es sich hin und steht nicht mehr auf. Was? Nun, das ist schon schwierig. Vielleicht ist es ein Kühlschrank. Wenn du ihn fütterst, bedeutet das, dass du Essen hineinlegst. Es heißt, dass sich das Objekt hinlegen wird und der Kühlschrank kann leer stehen. Du hast recht, wir müssen darüber nachdenken. Es macht Spaß, die beiden durch die Kamera zu beobachten. Vielleicht sollte ich ihnen einen Tipp geben. Ich sehe, dass euch das letzte Rätsel verwirrt hat. Ich gebe euch einen Tipp. Es befindet sich im Wohnzimmer. Hört zu, Amelie. Vielleicht sind wir die Antwort. Wie kommt das? Wenn ich nichts esse, werde ich den ganzen Tag erschöpft sein. Das ist logisch. Aber ich denke, die Antwort ist anders. Okay, lass uns noch einmal nachdenken. Kitty, kannst du das Rätsel noch einmal lesen? Wenn man es genug füttert, wird es nicht müde zu stehen. Aber wenn nicht, legt es sich hin und steht nicht mehr auf. Eine Tasche ist. Richtig, eine Tasche. Amelie, du bist ein Genie. Daran hätte ich nie gedacht. Ich frage mich, was jetzt? Können wir sie mit einer Kerze anzünden? Scherz. Ich werde versuchen, hineinzukommen. Willkommen im geheimen Zimmer. Wie hast du das gemacht? Wie bin ich hierher gekommen? Die Tasche war mit Schlaftabletten getränkt. Als du eingeschlafen bist, habe ich dich einfach in den Geheimraum gebracht. Wow, ich dachte, es sei Magie. Es gibt keine Magie. Es gibt für alles eine logische Erklärung. Wo ist Kitty? Ich fürchte, es war nicht genug von der Tasche für sie da. Du willst mir also nicht sagen, wo der richtige Eingang ist? Doch, das werde ich. Freundinnen sollten keine Geheimnisse haben. Selbst solche wie dieses Zimmer. Und was jetzt? Die Sache vergessen? Nein, ich werde den Raum zerstören. Wie? Ganz einfach. Ich rufe die Bauarbeiter an und sie werden alles mit Beton auffüllen. Überleg doch mal, wir können hier alle zusammen abhängen. Der geheime Raum wird nicht länger ein Geheimnis sein. Nun lass es. Die Hauptsache ist, dass es uns hier gefallen wird. Okay, ich verspreche, den Raum nicht zu zerstören, wenn es 2000 Likes für dieses Video gibt. Habt ihr das gehört? Helft Alice zu überzeugen. Like das Video und abonniert den Kanal. Ich werde auf jeden Fall prüfen, wie viele Likes es gibt und eine Entscheidung treffen. Auf Wiedersehen an alle.